Erstmal, hey Leute, was geht jetzt wieder, Obi? Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin leicht kränklich und ich hätte eigentlich gar kein Video gemacht, weil ich nicht ohne Nasenspray, ohne Hustenbonbons wahrscheinlich, oder? Und ohne Hustenbonbons überleben kann. Aber dann bin ich heute Morgen aufgestanden und dachte mir so, what the fuck, guckst auf mein Handy und denkst so, Moment mal, was? Renn zu meinem PC und sieh das da. Ihr glaubt mir nicht, wie ich heute Morgen geguckt habe. Das erste, was ich gemacht habe, scheiß auf WhatsApp checken. Ich bin erstmal in Club QE rein und sehe. Also das Zeug, was man sich mit echt Geld kauft, ne? Das haben wir bekommen. Ja, wenn das klappen würde, wäre lustig. Aber dass das wirklich passiert, hey. Grüße gehen raus. Es sind 9,95. Dafür gehen Drops raus. Dankeschön. Und wir gucken jetzt mal, was man sich damit so theoretisch kaufen könnte. Was könnte dieser Mate brauchen? Er ist schon sexy as fuck, deswegen müssen wir uns jetzt überlegen, was könnte ich ihm geben. Bewertungsmäßig denn geil drin. Ein CK-Shirt. Nein. Oh, warum ist alles so schwarz auf der Seite? Gar keine Frage. Gar keine Frage. Und wem ich das jetzt erklären muss, der fragt am besten gar nicht erst. Gar keine Frage. Dreizack. Habe ich irgendwas verpasst? Das ist kein Dreizack. Okay. Hab ich ge. Ja, ich meine, euer Game ist geil. Ich rutsch immer weiter runter, glaube ich. Ich glaube, es wird immer. Wir machen uns so einen richtig litten Raum. Leute, heute kommen wir zu. Moment, ich fällt gerade an, wenn ich mit dem Witz überlege. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Ich hoffe, ich kann es umsetzen. Willkommen zu Tine Wittlers. Ich weiß nicht, ob ich das Intro finde. Aber wenn ja, dann seht es jetzt. Ketchup, Sam. Willkommen zu Tine Wittlers. Vier Wände. Oh, ich weiß es nicht. Es tut mir leid, Oma. Ich weiß es nicht mehr. Ich will den Modus sehen. Wie geht das? Man kann ich sogar schon schräg reinstellen. Halt die Fresse. Alter, das ging in Hamburg-Hotel nicht. Ihr habt schon mal absolute Props von mir. Juch. Ich sehe auch. Leute, das ist so alt. Ich fühle mich gerade schon wieder so alt. Weil die ganzen Leute, die mich jetzt 2000er Jahre oder drüber sind, mich angucken und sagen, was hast du früher für eine Scheiße geguckt? Leute, wenn Tine Wittler nicht. PS, die Vorwahl der Antarktis ist nice, wollte ich schon mal wissen. Wer Tine Wittler nicht kennt, dann einfach schon. Irgendwie die ganzen guten alten Sendungen. Was denn? Oh, so ein Barman hätte ich schon gern gehabt, das muss ich zugeben jetzt. Jetzt bin ich ein bisschen sauer mit mir. Alter, ich würde gerne noch so eine Bar bei mir reinmachen. Und schreibt mir in die Kommentare, wie man sein Zimmer größer machen kann. Oder schickt mir Tutorials oder warum noch ein kleines Fernsehschränkchen. Hört ihr mir gerade zu? Hi. Nur weil ich genau jetzt in der Sekunde gerade einen Couchtisch geschenkt bekommen habe. Falls mir gerade irgendwer zuhört von. Hi, danke. Um das mal kurz hier aufzufassen. Ich glaube, der geht dann nicht drauf, oder? So, nachdem das nämlich so fertig ist mit dem Couchtisch, werden wir nämlich jetzt den Computer da oben. Der kommt natürlich noch ein bisschen hoch. Und natürlich der gute alte Whiskey. Noch gar nichts aufrufen, meine Fresse. Hier, so. Ist doch ganz schön nice, oder? Oh, das immer wieder. Little Girlie, ich suche einen Daddy. Okay. Ich bin wieder voll dabei, Alter. Ihr habt mich in diesem Game so festgehalten. Ich verstehe nicht wieso. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, an was es liegt, aber dieses Game kriegt mich. Ich weiß es nicht.
kein Suchtfaktor, aber ich muss es einfach tun, was anderes bleibt mir gar nicht übrig, weil das recht für die mich so hier halten. Heute haben wir es geschafft, unser Ding aufzubauen, unser Imperium. Wir werden hier natürlich zurückkommen und hier noch ein bisschen die Sachen morgen, wie ich immer sage. Um die meisten Sachen hier zu sehen, aber sonst an sich bockt sich das auch schon mega. Danke für die ganzen, wie gesagt, für dieses Product Placement, wo ich jetzt aber trotzdem sagen muss, wie gesagt, ich bin ganz anders an das Spiel rangegangen. Ich dachte nicht, dass das Spiel geil ist oder so, ich dachte irgendwie, das wäre halt so wie Club Penguin, wie gesagt, irgendwie so, wo halt ein paar normale Leute sind, aber so überwiegend Assis, aber hier sind eigentlich voll nice Leute dabei, deswegen jeden, der das irgendwie interessiert, der Link ist unten in der Beschreibung, guckt euch das an, es ist wirklich nicht schlecht oder so, das hört sich jetzt an, als wäre ich gekauft, bin ich wirklich nicht, wenn ihr noch ein Video wollt, schreibt es mir unten rein, sagt mir, was ich als nächstes tun soll und welche Uhrzeit ich als nächstes spielen soll und gucken soll, was für Leute ich finde und mit welchen Leuten ich da kommunizieren kann. Und vielleicht finde ich auch endlich mal Freunde, vielleicht suche ich mir endlich mal welche. Natürlich nur im Club QE und nicht im Real Life, weil Club QE ist live, Club QE ist lit. Ganz viel Liebe an die Leute raus, die mir das Zeug gesendet haben und ihr da draußen, haut rein, danke wieder fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.